Shaggy steht schon an der Tür. Das wird natürlich auch ein spannender Moment. Hier einfach mal Türschlüssel für so einen Turm zu haben. Bitteschön. 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 Sehr süß. Also eben schon mal so ein kleines bisschen hier. Ach ja, ganz süß. Wenn man sich dem Hund nähert, hat er unseren Bewegungsmelder, dann fängt er an zu bellen. So, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja klar, allgemeine Hinweise, Schutzstreifen betreten und befahren, verboten. Ja, und dann wenn hier die Räume ein bisschen mit. Ja, sehr gut jetzt. Ja, gefüllt. Ist halt nur möglich hier mit durch das Gitter zu füllen. Das hier war wohl klar, wie man sieht. Typische DDR-Toilette mit dem Spülkasten da oben und liegt ein Heizkörper. Und das ist ein Nachbau, steht auch extra da, eine Treppe von der AK-47. Wir haben da verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Hier hat man auch noch Uniformteile der DDR-Grenztruppen, inklusive dem süßen Wuffi da unten. Typisches DDR-Klappfahrrad. Hatte ich als Kind übrigens auch. Ja, ist ja gut jetzt. Ist halt ein bisschen schwierig hier. Das Ganze über das Gitter hier zu veranstalten. Aber ich tue mein Bestes. So. So, das hier ist das Teil, was ich versucht habe draußen schon zu erklären. Diesen Hörer hat der Grenzsoldat mit sich geführt. Wenn irgendwas gewesen ist, hat er den Kasten aufgeschlossen, hat es eingestöpselt und konnte dann seine Meldung machen. Hier sind noch ein paar Knöpfe, würde ich gerne mal drücken. Ich weiß aber nicht, was dann passiert. Gut, so, dann gehen wir mal nach oben. So, was man hier gut sieht. Ja, Schlafraum. Die Soldaten waren hier natürlich heruntergebracht, um im Alarmfall oder whatever halt auch schnell ausrücken zu können. Hier sieht man nochmal die Grenzanlage detailliert. Das ist quasi der Turm, wo wir gerade sind. Da wäre aber schon der nächste und da der übernächste gewesen. Die es aber so nicht mehr gibt. In so einem befinden wir uns gerade. Was man natürlich auch ganz gut sieht, sind die Beobachtungs- und Schießscharten, die man im Bedarf hätte öffnen können.
Das ist übrigens die, weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Wenn ich die Taschenlampe anmache, wird es noch blöder. Hier drauf sieht man quasi die Überwasser-Unterwassersicherung, also die Sperranlage. Lass den Ton mal kurz hin. Die gute alte DDR-Literatur. Die Bilder an den Wänden fotografiere ich euch noch einzeln ab. Dann könnt ihr euch die viel besser als Foto angucken. Und zwar als Foto hochgeladen und nicht hier als Foto im Video. Hier gleich noch näher drauf ein. Erstmal mache ich hier so einen kleinen Kreis. So. Ja, ist schon ein eigenartiges Gefühl, hier in so einem Fürst zu stehen, wenn man weiß, was hier früher passiert ist, für was dieser Fürst gebaut worden ist. Hier ist die Handkurbel, weil oben auf dem Dach ist noch ein größerer Scheinwerfer. Mit der Handkurbel konnte man quasi den Scheinwerfer drehen. Das wäre in dem Fall in die Richtung gewesen. Weil ich habe mir jetzt Fenster aufgemacht. Wie ihr seht, da ist der Mauerrest, wo wir vorhin gewesen sind, setzt sich da fort und das ganze Ding verlief da unten entlang. Da ist auch die Brücke. Es ist schon wirklich sehr interessant, ist aber auch gerade schwer hier jetzt groß zu erzählen, weil das sind schon Eindrücke, die hier auf einen wirken. Ich versuche es dann trotzdem mal. So sah der Arbeitsalltag in der Führungsstelle aus. Das heißt, der Turm war natürlich mit Technik vollgestopft. Und wie gesagt, die Bilder, die nehme ich euch noch. Also ein paar davon so oft, dass ihr euch die als ein Fotoband anschauen könnt. Ist wirklich sehr gut und auch wirklich sehr liebevoll hier alles hergerichtet. Was ich krass finde ist, das ist die Brücke, und zwar auf der Brücke hat es auch einen Turm gegeben. Den gibt es heute so gar nicht mehr. Da. Aber ich finde es gut, dass man sowas erhält,
quasi Geschichte zum Anfassen. Es gibt ja auch einen anderen Teil in der deutschen Geschichte, da wird ja vieles zerstört oder ist schon zerstört, ist gesprengt worden. Hätte ich besser gefunden, wenn man es stehen gelassen hätte, um den Menschen die Möglichkeit zu geben, da irgendwie Geschichte zu erfahren, zu erarbeiten, zu verarbeiten. Weil solche Sachen, ich sag jetzt mal, ne, Dritte Reich, löscht die Geschichte ja nicht aus. Nur weil man die Gebäude zerstört. Meine persönliche Meinung. Deswegen hätte ich es gut gefunden, wenn man da ein paar Sachen stehen lässt. So wie das hier. Dem wir ja vorhin gewesen sind. Und ich lasse das jetzt hier noch mal ein bisschen persönlich auf mich wirken. Das Fenster hier machen wir natürlich wieder zu. Und würde euch dann auch noch ein paar Fotos fertigen und dann, ja, mal schauen. Tja. Das Erste, was loswerden muss, also normalerweise bereite ich mich ja so ein bisschen vor. Das war jetzt bei dem Turm aber schlecht, weil ja, man muss den Schlüssel organisieren, muss das abklären. Ich hätte vielleicht vorher für mich selber eine kleine Runde da drin machen sollen, um zumindest schon mal die ersten Eindrücke zu haben, um es dann ja, euch besser zu erklären oder wie auch immer. Ich habe es halt so gemacht, gefilmt, Tür auf und los ging's. Ich bin aber persönlich auch von diesen ja, Eindrücken also ein bisschen erschlagen worden. Das zum einen. Und zum anderen, das waren auch so viele Informationen. Du musst selber erstmal gucken. Und während du guckst, baust du im Kopf den Text zusammen, siehst aber schon das nächste. Das war so, war eigentlich nicht so mein Ding. Ja, also normalerweise mache ich das eher ruhiger und ne, ein bisschen mehr. Das war ja. Entschuldigung meinerseits, was ich so loswerden wollte, wie gesagt, es waren zu viele Eindrücke, man hat 10 cm weiter geguckt, hat schon das nächste gesehen und dann, es hat dann nicht so, ne, und dann es ist halt so geendet, wie es geendet ist. Ich fand das nicht schlimm, ja, ich hätte nur gern ruhiger und ein bisschen mehr erzählen und anstatt da einfach durchzurennen und ja, ne, so viel zu meiner Seite. Mit dem Turm ist so diese Geschichte Point Alpha DDR-Grenze, zumindest hier in dem Gebiet, Kolonnenweg, ne, das Blaue Haus und für uns abgeschlossen. Es war ein schönes Projekt, es hat immer sehr viel Spaß gemacht, war mit Freude und Aufregung verbunden. Ja. Auch die Rosi hatte immer ganz viel Spaß, hat sie jetzt auch gerade wieder. Ne? Willst du mal winken, Mäuschen? Oh, die Rosi. Hat Spaß gemacht? Fandst du spannend? Ja. Was war am besten? Die Chicken Nuggets. Ja. Das habe ich mir gedacht, Schnecki. Nee, und sonst hat Spaß gemacht? Die Schokolade. Die Schokolade? Welche Schokolade? Die in dem Becher, die in dem riesigen Glas. Ach, ja, genau. Wir waren ja in Point Alpha, da wo wir Soljanka essen. Da haben wir heute noch einen Eiskaffee konsumiert, der wirklich so gemacht wird, wie auch in der DDR gemacht wurde. Ja? Selbst das Glas dazu passt.
Nee, das meinte die kleine Maus gerade. Und ja, wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Es war Freude, es war Spannung, es war Traurigkeit, es waren Emotionen. Das will ich gar nicht abstreiten. Hab immer noch ganz, ganz viel im Kopf und das ist immer so, ne, ihr seht, ich habe ja ganz viel Länder. Das so aus dem Stegreif, während im Kopf eigentlich noch, ja, das ist nicht so einfach. Aber ja, nee, war definitiv ein tolles Projekt. Es hat Spaß gemacht. Wir hoffen, dass ihr Spaß mit den Videos und auch mit den Fotos, die wir ja immer noch machen, die wir dann ja am Ende von den Videos dran setzen, beziehungsweise auf Instagram und Facebook und TikTok und wo wir überall sind, teilen. Und ja, falls es irgendeiner meckert, guck mal, der rennt mit der DDR-Jacke rum. Es geht nicht um das, es geht vielmehr um das hier. Hüte dich vor Sturm und Wind und Ossis, die in Rage sind. Genau. Nee, wie gesagt, das Projekt ist jetzt erstmal leider beendet. Haben wir aber schon was Neues in Aussicht. Bleibt so ein bisschen beim Thema DDR. Und ihr dürft gespannt sein. Lasst euch überraschen. Und wenn alles klappt, kriegt ihr auch gleich noch eine kleine Einleitung. Da werden jetzt gerade so die Älteren werden sagen, ah, oh, kenne ich. Ja. Ja, ihr dürft gespannt sein, was das DDR-Projekt betrifft. Bin ich jetzt erstmal hier raus. Und danke, dass ihr dabei gewesen seid. Uns, mir, hat sehr viel Spaß gemacht. War mit viel Lauferei verbunden, ne? Gerade diese Geschichte mit dem Kolonnenweg. Das war eine Hausnummer. Zumal es da wirklich noch richtig heiß war. Also das war, ja, hätte ich mir vielleicht da alles überlegen sollen. Aber ist, wie es ist. Haben wir gerne gemacht, hat Spaß gemacht. Wir sind hier raus. Bis dann. Also, wer den nicht kennt, ich muss den gerade mal wieder weghängen, der kennt bestimmt, mal die Kamera, der kennt bestimmt die Rosie. Nein, also, wer den kleinen Mats, ich habe mal versucht mit dem zu laufen, das ist gar nicht so einfach, und auch zu winken, das habe ich dann gar nicht mehr hinbekommen. So, wer den nicht kennt, kennt zumindest diese Figuren hier. Insbesondere die Frau Elster. Die Frau Elster, die ihr hier seht, ihr könnt es auch da oben sehen, ist die erste handgefertigte Frau Elster des DDR-Fernsehens. Also das ist die erste Figur, die Elster-Figur in unserem DDR-Fernsehen. Kindersandmann gewesen ist. Und ich habe ja vorhin quasi bei meinem letzten Video zur Mauer gesagt, mal gucken, ob wir das hinkriegen. Dann kriegt ihr vielleicht eine kleine Einleitung. Und genau das hier ist die Einleitung. Wir bleiben so ein bisschen beim Thema DDR. Wie ihr seht. Und mehr seht ihr dann auch nicht mehr. Dann könnt ihr euch mal überraschen lassen, was wir uns als nächstes für euch ausgedacht haben. Wir wünschen euch jetzt schon viel Spaß damit. Winke, winke.